Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich. Willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute mal wieder einen neuen DLC an, und zwar ist das Yorkshire Countries Version 3 mit insgesamt tatsächlich über 14 Linien, 2 Bussen, 2 Depots, also auf jeden Fall einiges an Content. Das Ganze ist eine fiktive Karte, allerdings halt eben angelehnt an die Region. Und genau, spielt dann eben natürlich auch entsprechend im Linksverkehr, so wie das genau dort eben ist. Passend dazu sind eben 2 Busse mitgeliefert. Einmal ein Doppeldecker, den wir uns einmal anschauen werden. Den Masterdeck, den wir hier sehen. Und dann noch ein Solobus von der Volvo, den B8 RLE. Wir schauen uns erstmal den Doppeldecker an, weil der steht hier dann auch zukünftig einfach nur noch blöd rum. Wir werden heute mit dem Solobus fahren. Genau, das ist der Kollege am Himmel. Wir können uns da grob mal anschauen, wie das Ganze denn aussieht im Detail. Dann hätte ich gesagt, machen wir das in einer der nächsten Folgen, nur dass wir schon mal grob einen Überblick bekommen, was ihr denn so bekommt. Also der ist ein bisschen kürzer als der Solobus, damit auch ein klein wenig wendiger, aber trotzdem natürlich mit weit mehr Kapazität, weil wir eben oben im Oberdeck natürlich auch nochmal Sitzplätze haben, typisch eben ausgeführt mit einer Tür vorne, über die dann quasi der komplette Fahrgastfluss passiert. Keeping you connected since 1988, okay. Das ist fantastisch, genau, das wäre einmal der Doppeldeckerbus. Wir schauen uns noch einmal den Solobus an, der parkt jetzt hier einmal am Eintrittspunkt. Und der ist jetzt hier einmal in dem, ja, Repaint gehalten, dass auch auf der Linie, also das KI eingesetzt ist. Es gibt einige, die haben sogar noch passende Beschriftungen für die Linie. Das sehen wir vielleicht später im Laufe der Fahrt noch, wenn wir ein paar KI-Busse sehen. Aber das ist jetzt quasi das, was hier vorgeschlagen wurde, also was auch eh gefahren ist. Der Solobus hier auf der Linie 17. Wenn mich nicht alles täuscht, den werden wir jetzt heute einmal fahren. Ach guck mal, wir haben sogar eine Tageskarte für 4,75 €. Okay, fantastisch. Das heißt, ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen, also die Pickenstangen sind, finde ich, sehen fantastisch aus. Wir machen aber erstmal an. So, da braucht einen kleinen Moment. So, und das Ganze ist auch, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich, soweit es eben geht, lizenziert. Also die Busse tatsächlich weniger, aber vor allem hier irgendwie Ticketer und so eine Geschichten, das Ganze passt einigermaßen. Wir schauen uns mal den Initialisierungsprozess von dem Drucker an. Wir haben jetzt hier einmal die 9173. Sehen wir natürlich da unten auf dem Zettel. Da seht ihr ja Login-ID einmal auf OK. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt im Laufe des Tages quasi den Bus gewechselt hätten und unsere Einnahmen von der vorherigen Fahrt mitnehmen wollen, dann gibt es diesen einen Ausdruck da unten, den da, den legen wir dann einmal hier drauf. Wird dann der QR-Code gescannt, da werden unsere vorherigen Einnahmen mit übernommen. So, und die 3922, einmal unsere PIN. So, das heißt, das hier wäre dann quasi auch unser Fahrscheindrucker, wo wir bei den Leuten dann quasi eher Fahrscheine verkaufen könnten. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein Ziel. Das machen wir über das Gerät da oben. Da hat es mich ein bisschen Zeit gebraucht, herauszufinden, wie das funktioniert. Das ist aber echt gar nicht so schwer. Wir suchen unsere Zielliste raus. Wir fahren ja die 17 nach Ashbury. Heißt Ziel 217 und das ist auch, wie ihr sehen könnt, an die Linie gekoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt 217 eingeben, haben wir die Linie implizit mit dabei. Das heißt, wir drücken einmal links auf diesen FE-Schalter. Ich kann das ja mal ganz kurz, wir machen das immer richtig professionell hier, ne? So, mit Mauszeiger. Also ich habe jetzt einmal hier drauf gedrückt, dann kommt Destination Number und dann können wir hier einmal die vorderste Stelle 2, dann schieben wir das an 2 darüber, machen wir die 1 raus, schieben wir weiter rüber. Machen quasi die 7 draus, wenn wir noch einmal hier drauf drücken, nochmal 217, sehen hier auch schon eine kleine Vorschau, welche Linie wir denn fahren und wie unser Ziel aussieht. Genau, so. Das war es aber mit der Maus, die stellt das uns immer ein bisschen im Bild. So, weg damit, jetzt sollte das alles laufen. Wir haben natürlich bestimmt auch noch Licht im Bus. Dann sollen wir mal gucken, wo liegt das denn? Sag nicht, ach doch, das ist tatsächlich auf den, also der sieht ja fantastisch aus hier mit den, also die Farben sind interessant. Aber einiges an Sitzplätzen und wir haben auch tatsächlich, wenn wir jetzt so zu den Außen schauen, da so eine Klapptür, die wir aufmachen können. Bringen wir uns aber nicht allzu viel. Fenster auf, los geht's. Ich glaube, wir haben schon die eine oder andere Minute Verspätung, weil ich noch ein bisschen mehr geplappert habe, als ich wollte. So.
dann machen wir mal los. Ich würde sagen, wir fahren mal, bevor der Kollege kommt, weil wir haben ja nämlich schon Abfahrt. Ja, bis Rechtsverkehr. Linksverkehr, ja. Rechtslenker nennen, dass wir es wollen, auf jeden Fall. Ungewohnt auf jeden Fall mal wieder. So, da links steht der Kollege. Ich wollte euch aber auch mal den Startpunkt quasi zeigen. So, und ihr solltet jetzt mitwollen, wenn es nicht alles falsch läuft. Hoffe ich zumindest, wenn ihr nicht mitwollt. Ach doch, Tatsache. So. So, wie immer feste Bremse zum Tür öffnen. So, und schönen guten Tag. Hallo, mate. What? Hi. Give me a Dayrider, mate. Oh, Dayrider. Okay. Das ist der Dayrider hier, ne? Bitteschön. Achso, du bist auch noch Rückgeld. Das ist natürlich. Single, please, mate. Ich weiß, alle Fahrkarten haben hier. Du bist also Single, okay? Da tut mir leid für dich. Bitteschön. Achso, ich sollte mal meine PIN weglegen, ne? Das sollte es nicht jeder sehen. So. Also, natürlich nur ideell nicht jeder sehen. Also, jeder Fahrer in Real Life sollte das natürlich weglegen, das ist klar. Jetzt hier in-game ist das natürlich relativ egal. So, Feststellbremse raus. Und los geht die wilde Fahrt. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie lange wir fahren. Aber das wird sich, denke ich mal, im Laufe der Fahrt ergeben. So, haben wir denn sowas wie Ansagen? Ich vermute mal schon, ne? So, ach, sehr gut, blinken, das tun wir natürlich nicht. Das ist ein, warte mal, hä? Ja, nee, die Sicht hätte ich schon gerne hier. Habe ich mich wohl vorher irgendwie vertan. So, ich werde jetzt mal tunlichst nicht da komplett rumfahren, ne? Mache ich ja auf deutschen Karten auch nicht. Einmal komplett über den Engkreisverkehr. Oh, das ist hier aber, oh je, puh. Habe ich mir jetzt, ich sag mal, nicht die einfachste Linie für den Start ausgesucht, aber vielleicht ist es da ganz spannend. So, wir haben Vorfahrt, das ist schön. So. Oben hätten wir sogar tatsächlich auch ein bisschen was für den Wind. Oi, oi, oi. Leute, schnell los. Na genau, was wollte ich noch erzählen? Genau, was ich im Trailer noch gesehen habe. Die Karte soll eine exorbitant gute Ausprägung im Laufe der Jahreszeiten erhalten. Das bedeutet, die ist quasi besonders darauf ausgelegt, in den verschiedenen Jahreszeiten gut zu funktionieren. Was sich darin äußert, dass eben nicht nur die Vegetation, was da bei anderen Karten auch der Fall ist, also wir haben ja auch eigene Vegetation, was A, gar nicht so oft passiert und B, werden auch andere Gebäude quasi im Laufe der Seasons angepasst, also Jahreszeiten, das ist ja schnell auf Englisch, da wollen wir mal gucken, ob man da nicht ins Denglisch switcht. So ist das. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Das war der Haltewunsch. Gut, die stehen sich ja eh hier vor. Ei, ei, ei. Das ist schon voller Stress hier am Anfang. Also die Park-Sitten sind ja absolut disgusting. So, wir sind am Linksverkehr bedeutet. Wir müssen auf die Spur da vorne. Dann kommen hier von da Autos. Da kommt keiner. Da kommt von da Autos. Da kommt aktuell auch keiner. So. Oh, das. Da mache ich meinen Kopf gerade wieder komplett fertig. Ne? Da kennen wir schon irgendwie von London und ich bin heute das erste Mal jetzt eine britische Karte gefahren. Aber es ist trotzdem mal vieles. Jedes Mal aufs Neue irgendwie wieder relativ interessant. Also mir gefällt auch die Vegetation da rechts tatsächlich. Ich bin generell sowieso ein riesengroßer Fan von eigener Vegetation, eigenen Büschen, Pflanzen. Sowas wertet, finde ich, jede Karte ungemein auf. Darauf wurde jetzt tatsächlich auch eben eingegangen. So, da will jemand mit. So, okay. Und schönen guten Tag, die Dame. Hallo. Achso, das piept, wenn ich die Feststellbremse rausmache, wo die Tür noch offen ist. Okay, naja. Überleben wir, glaube ich. Slow? Nee, ich beschleunige da. Ich lass mir doch nichts sagen. So, der wird bestimmt Bescheid wissen, wo wir hinfahren. Ich habe jetzt auch mal diese Linie ausgesucht. Also A, weil das so der, Tag, Kollege, der erste Entry Point war, den ich so gesehen habe. Und B, enthält das Ganze hier ein KI-Straßenbahnnetz. Natürlich halt eben nicht fahrbar, aber relativ umfangreich durch KI-Straßenbahnen eben durchzogen und die sollen hier eben auch fahren auf der Linie. Nun, schönen guten Tag. Hallo. Achso, andersrum. So.
Okay, dann nur ein bisschen gucken hier, dass mich da keiner wegömmelt. Ich blinke mal rechts, vielleicht bringt das was. Nee. Die würden trotzdem fahren, naja. Ich glaube, da vorne ist das auch schon, also soweit bin ich schon mal geflogen, um zu gucken, ob das hier wirklich stattfindet. Also da vorne kreuzen Straßenbahnschienen und wenn wir dann irgendwann mal ein etwaiges Gefährt sehen können, dann sind wir, glaube ich, hier. Ansonsten fahren wir ein bisschen am Wasser lang, also ich denke mal, das ist ganz abwechslungsreich. Natürlich für Leute, die sich generell nicht auf so Linksverkehrgeschichten einlassen können, ist das natürlich sowieso nichts. Das waren aber auch schon alle anderen Paper-Addons nicht. Ja. Deswegen möchte ich jetzt nochmal explizit hervorheben, wie ich das euch bei den meisten, beziehungsweise bei allen meiner Vorstellungsvideos mache. Ich erkläre A, was vorhanden ist, ne? Also welchen Umfang hat das Ganze, Busse, Linien, Map, whatever, was ist mit dabei. Dann seht ihr auch im Video, wie das umgesetzt ist. Von den Objekten, Mapbau, Bus, whatever, ne? Da seht ihr, wie es umgesetzt ist und daraus könnt ihr euch ja quasi ein Bild bilden, ob das für euch denn was ist. Ach guck mal, da haben wir sogar schon den Kollegen. Genau, Straßenbahn zu, KI-Fahrzeugabfrage scheint nicht so der Shit zu sein, merke ich gerade. So, aber dafür war eine Tonnenhausenbahn. Die auch tatsächlich beschildert hier rumfährt. Ich kann das ja mal kurz pausieren, da können wir uns das mal ein bisschen im Detail anschauen. So, da misst das Tonnenhausenbahn. Das ist so zweiseitig sogar. Seafront Tramway. Also die schön, Seafront Tramway zu haben hier. Als Fahrer wahrscheinlich ganz spannend, da am Wasser lang zu fahren. Okay. Für was struggelt der hier im Stadtverkehr, das sehe ich schon. Aber hier klappt das ja tatsächlich gut mit der Erkennung. Ja, okay. Ist aber auch gut was los hier auf der Karte, muss ich tatsächlich mal sagen. So, rechts dann sehen wir irgendwie, genau, Wasser durch Felsen abgetrennt. Guten Tag, Kollege. So, ist das eine Haltestelle? Nee. Genau, es gibt auch eigene Route Markers, habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Passend zu den Farben der Linien eben. So. Und auch eben die Haltestellenmarkierungen sind nicht ganz so deutlich, dafür halt aber auch nicht so rausstechend, dass das jetzt irgendwie unangenehm auffällt. A Day Rider, kein Night Rider hier. Okay. Hallo, Mike. Wollen wir noch mehr Day Rider, Night Rider, Single-Witze machen? Nicht? Okay, gut. Achso, wir sind auch Geld. Nee, sehe ich nicht. So. Und Abfahrt. Da überholt mich, glaube ich, keiner. Nee, da passt. Was ist denn hier los? Guten Tag, Kollege. Hi, hi. Genau, da sehen wir. Warte mal. Ganz kurz, das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Der Feld ist auf der 15. Und ihr seht da rechts 14 oder 15 mit passendem Linienfarben Repaint. Finde ich eine klasse Sache. Also es gibt auch einige Städte, hat mir jemand erzählt, ich glaube irgendwo in, ist das irgendwo in Südfrankreich gewesen, wo auf jeden Fall die Straßenbahnen den Linien zugeordnete Farben haben. Also auch wenn das, ich sag mal, als ähnliche bis gleiche Modelle wären. Wo müssen wir denn lang? Geradeaus, wir sind dunkelblau. Okay. Force Feedback. Finde ich immer für den Kunden bzw. den Fahrgast halt eben eine klasse Sache. Außer der Fahrer fährt so, wie er fährt, dann merkt er selber, das ist nicht so fantastisch. So, hi. Und das war's. Feedback. Ding jetzt mir komplett anders. Du bist ein Child Return. Du Spaß 20. Das ist schön. Oh, das Innendisplay, wir wollen jetzt kurz hier mal schick. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier sieht es so nach Trump Only aus. Ich glaube, wir müssen schon nach hier. Hier ist Bus Only. Okay. Das Town Center, okay. Garage for myself, model 1 to 1. So just confirm a 10-year-old child is missing on Inquiry Seafront.
okay, da hat was von der Tügelstolpe mit den Ansagen hier, ne? Ist ein vermisstes Kind eben genau wegen dem Auffinden. Ah, habt ihr ja gehört, ne? Ja, ein bisschen genuschelt, ein bisschen leise im Video, ne? Aber ich glaube, das ist halt Funk, ne? Ich glaube, da erinnert sich jeder noch an die, da gibt es auch so Memes dazu, ne? Also zumindest, wenn ich mich jetzt an meine Zeit damals erinnere, war das so, dass diese ganzen Hörverstehens-, Fremdsprachenaufgaben, also da kam wirklich alles zusammen, ne, an Nebengeräuschen, was du nur in irgendeiner Form haben konntest und was nur in irgendeiner Form störend sein kann. So, Emerald Crossing, was soll er denn anhalten? Ja, das ist tatsächlich unsere Haltestelle, da ist aber niemand. Gut, also weiter im Text. Und ungefähr so ist das ja auch, ne? Ach, guck mal, das war mal was aus der Praxis hier, nicht so ein konstruiertes irgendwas. So, da einmal quer über das Todhausenborn hier. So, ich denke mir, es sind 30 Meilen pro Stunde innerorts, wenn nichts anderes dran steht. Ich gehe mal davon aus. Ey, der LKW steht da aber. Hei. Da müssen wir aufpassen. Da haben wir jemanden mit. So. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich euch da nicht mitnehme im anderen Sinne. So, einmal wieder aussteigen lassen. Oh, das klappt hier tatsächlich extrem geordnet. Ach so, die guten alten Stimmen, ne? Die, die gibt's auch gefühlt auf jeder britischen Karte. Wenn die dann hier auf einmal Hello, is it me you're looking for singen. Ach ja. Was ich aber gerade hier mal bei dem Aussteigen ja positiv anmerken wollte. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Links. Was ich da anmerken wollte, ist, dass meiner Erfahrung nach es doch gefühlt überall außerhalb von Deutschland irgendwie ganz gut funktioniert, sich irgendwo anzustellen und fair dranzukommen. Also wenn du jetzt immer mal das Kassenbeispiel nimmst, natürlich an der Supermarktkasse ist das irgendwie schwer zu machen, aber angenommen, du gehst, keine Ahnung, zu deinem Fastfood-Lokal deiner Wahl, das war zumindest immer meine Erfahrung, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ist es für dich wert, es immer mal wieder zu erzählen. Und du bist jetzt beispielsweise in England oder sowas, da ist die Schlange halt folgendermaßen, du hast angenommen, da sind jetzt irgendwie 3-4 Counter offen, Hilfe. Hier sind es 3-4 Counter offen, an denen du Essen bestellen kannst. Gut, vor ein paar Jahren war das noch mehr mit direkt bestellen. Gehen wir mal davon aus. Dann ist das halt eben so. Die Leute stellen sich erstmal in einer langen gemeinsamen Schlange an. Und kurz vor den 4 Countern splittet sich das eben auf. Und der ganz vorne ist, der wird dann in den nächsten freien Counter quasi weitergeleitet. Der kennt das, glaube ich. Na, eine gemeinsame lange Schlange. Und dann splittet sich das dann erst ganz, ganz, ganz zuletzt auf, wenn wirklich halt klar ist, an welchem Counter es jetzt den nächsten freien Platz gibt. Ist halt mega fair, weil der nach dir in den Laden kommt, in jedem Fall immer nach dir dran kommt. So, das ist ja relativ gleichmäßig. Jetzt ist das ja in Deutschland anders. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Länder man da sonst noch mappen kann. Mappen Süd. Welche Länder sonst noch irgendwie ähnlich läuft, dass du halt dich so früh wie möglich aufsplittest. Also wenn irgendwo hast du diese 4 Kassen offen, dann hast du in Deutschland 4 Schlangen. Und am Anfang entscheidet man sich für irgendeine und wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, irgendjemand braucht länger oder was auch immer, es wird auf jeden Fall immer unfair sein. Und klar, du kannst mal Glück haben und ein bisschen früher drankommen, du kannst aber auch Pech haben und weit später drankommen, deswegen finde ich diese ich nenne sie mal englische Variante irgendwie sinnvoller. Ich weiß jetzt nicht, wo das eher seinen Ursprung hat, ob das eher an dieser Höflichkeit, whatever, keine Ahnung, liegt. Auf jeden Fall ist das halt irgendwie so. Finde ich immer eine klasse Sache. Und irgendwie immer, vor allem jetzt im letzten Jahr, wo das da mit Schlangenbildung und sowas noch ein bisschen krasser war, da habe ich auch tatsächlich persönlich immer mal probiert, sowas, ich sag mal, im Kleinen zumindest zu etablieren. Weil, weiß ich nicht, wenn du jetzt gerade bei letztes Jahr schaust, Supermarktkassen teilweise, da standest du auch gefühlt durch den kompletten Laden, weil so viel los war. Und ja, da war es tatsächlich so, wenn du probiert hast, das irgendwie halbwegs so zu etablieren, haben sich Leute irgendwie immer versucht, so an dir vorbeizudrängen, so nach dem Motto, ja, ob man denn selber blöd ist und warum man denn jetzt nicht da so weit vorläuft und sich da, ich raff es einfach nicht. Warum muss man sich da so komisch irgendwie immer an dieser, wie ich finde, unfassbar fairen und sinnvollen Lösung vorbeidrängeln? Ich habe da keinerlei Verständnis dafür. Es ist doch für alle Scheiße, es ist immer Stress. Ich meine, für denjenigen, der ein bisschen früher drankommt, der nimmt das so irgendwie, ja, ich bin halt gut durchgekommen, so, aber keine neutrale Emotion eben.
Wenn du allerdings denn den Großteil der anderen Leute betrachtest, die halt irgendwie immer länger warten mussten, das ist auch immer voll negativ. So, du stehst dann da, denkst dir, scheiße, das hätte ich besser machen können, hätte ich mich vielleicht woanders anstellen sollen, was ist denn mit dem Kassierer los, warum ist der Kassierer so langsam, so ein Spacken. Also, solche Sachen kommen einem ja dann auch in den Sinn, obwohl vielleicht einfach nur dann irgendwie Oma Gertrude vorne ein bisschen länger gebraucht hat mit dem Geld abzählen oder so. Aber sowas würde ja sonst echt gar nicht zum Tragen kommen, weil jeder exakt der Reihe nach drankommt. Das ist super fair, super einfach. Ich raff's einfach nicht, warum das hier nicht gang und gäbe ist. Das ist absolut, absolut belastend. Also, das finde ich... Ich verstehe einfach nicht, wie Leute so... Ist das Egoismus? Ist das Dummheit, Ignoranz? Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, ich rant jetzt wieder voll über was ab. Aber ich habe da keinerlei Verständnis dafür. Warum sind Leute so? So, du musst doch so ein bisschen gesellschaftlich gucken. Das ist doch super, dass alle... Ach, warum ist Fairness ein fucking Problem für manche Menschen? Warum müssen Leute zu Unfairness streben? Ich raff es einfach nicht. Hätten die Ersten, die im Fußball, dann wieder den Schiri irgendwie, keine Ahnung, verhauen oder sowas, weil dann mal wieder irgendwas scheinbar unfair war oder sowas. Keine Ahnung. Ich raff es einfach nicht. Was ist das für eine Mentalität? Ich komme damit einfach nicht klar. Nee, scheiße auf jeden Fall. So, finde ich, läuft woanders besser. So, gibt's noch was Schönes, über was wir reden können? Ich mache mal gleich einen Kaffee. Ich da bin. Was für eine Frage überhaupt noch? Mal hier gucken. Okay. Scheint aber ein bisschen ländlicher zu werden jetzt hier tatsächlich. Ne, gut, dieser Yorkshire Countries. The next stop is the Belt Inn. Bitte fahr mir nicht in die Seite, dankeschön. Es gibt auch ein Depot auf der Karte, was Yorkshire Terrier heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach nur ein Wortspiel ist oder ob das wirklich in dem Kontext was mit Depot zu tun hat. That's a bad driver. Ach ja, die stimmt, man kennt sie. Ich weiß, ich habe jetzt mit dem Pedal gespielt. Das ist wieder so eng, wenn man sich nicht damit auskennt. So, ich rush da mal durch, ne? So, dankeschön. Heizen. Wunderbar. Okay. So. Jetzt können wir mal ganz kurz, bis ihr da einsteigt. Da können wir ja mal auf den Vorplan lugen. Der müsste sich ja irgendwo da unten befinden. Es ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Okay. Gut. Also was sagt denn überhaupt? Haben wir irgendwo sowas wie eine Verspätungsanzeige? The Belt Inn. Da haben wir nix, ich glaube nicht. The Belt Inn. Wo ist das denn? The Belt Inn. Olive Grove Depot. The Belt Inn. 12.49 Uhr. Und aktuell ist es... Oh, Verspätung. Ja, moin. Abfahrt. Ach, stimmt. Das war auch eines scheinbar der Key Features der Karte. Straffer Fahrplan. So wurde das zumindest beworben, dass das eben eine besondere Herausforderung ist. Bin ich jetzt persönlich leider gar kein Freund von. Ich mag entspanntes Fahren. So, ich habe so das Gefühl, also wenn ich jetzt zurzeit eh gar keine Zeit, das spiele ich sie ausschließlich halt für die Aufnahmen eben. Ach, wait here, sich weiter vorne halten. Eine Anforderung oder so. Gut. Dann, also ich hätte es aber gesagt, Omsi-Prinzip ist halt ein Spiel, was eher... Also A, natürlich das Busfahren realistisch nachbildet, bliblablubba, kennt man ja. Aber vor allem halt auch irgendwie entspannen soll. Also viele Leute nehmen eben... Force Feedback, Junge. Nehmen ja Simulation, als auch eher entspannt war. Gut, Omsi ist, bis du es dann mal die ganzen Tasten drin hast, auch eher stressig. ETS ist da anders. Das ist gleich relativ entspannt. Aber ich weiß nicht, wenn ich da mal... Sorry. Wenn ich dann mal in der Stimmung bin und mir sage, yo, fahren wir mal eine Runde oder so, dann habe ich irgendwie eher das Bedürfnis, so gemütlich durch die Gegend zu fahren. Also ich stresse nicht gerne. Ich finde da meinen Fahrstil, das ist auch einfach dann irgendwie unästhetisch. Naja, ich bin Josch, ich finde das sehr unästhetisch. Ja, ich drucke mich immer so gesnoppt aus. Ja, nee, keine Ahnung. Also könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen oder nicht? Also ich finde auf jeden Fall gemütlich fahren irgendwie cooler.
Aber ich muss auch mal, it's a no joke, sagen, das sind schon coole Details und alles hier. Also, es ist auch keine Stelle krass negativ aufgefallen. Ich finde, die Karte ist, weiß, mache ich auch wieder selten, gleich eine Wertung dazu. Aber ich muss sagen, von der Gestaltung her, es ist einfach hübsch. Und es gibt viele Details, an denen man sich so erfreuen kann, ne? Also, es fällt mir jetzt erstmal positiv auf, muss einem natürlich irgendwie überhaupt ins Setting gefallen. Aber ansonsten erstmal recht positiv, wenn ich jetzt, ich sag mal, an das letzte größere Dilemma zurückdenke. In der Ruhr-Au-Pay-Wehr-Geschichte. Also, bis da jemand dran erinnert, wahrscheinlich nicht mehr so großartig. Ach, keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall auch eine lustige Zeit. Wer jetzt da nicht genau. Ja, weiß ich nicht, soll man das irgendwie. Was ist hier? Ich muss ein bisschen aufpassen hier, bevor ich das versuche, was zu referenzieren. Vorsichtig. Ja, da war da ein bisschen gucken. 30, okay. Ja. Da soll auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So, wobei mir jetzt auch gerade tatsächlich dieser Name fehlt von der britischen Karte. Ah, okay, ja, Keelstone war das. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Was das war, wo, ne? Wer das interessiert, dann kann ich das kann ich auch mal verlinken, keine Ahnung. War auf jeden Fall eine lustige Sache. Oder sucht einfach mal selber danach. Es ist so meine letzte große Erinnerung an britische Payware-Karten, die, ich sag mal, im Hintergrund gar nicht so britisch waren. Interessante Sache auf jeden Fall. Ja, jetzt stehen wir aber hier und haben tatsächlich ein bisschen was vor uns und fahren recht ländlich. Was ich ja vorher schon gemeint habe, was mir ganz gut gefällt und irgendwie fahren wir länger als erwartet. So, fährst du bitte? Dankeschön. So. Und dann ist jetzt aber, ich sag mal auch, wenn man mal einen Strich drunter macht heute, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es für euch heute ist oder gestern, ja, ich sag mal, ein krasser Release-Tag gewesen. Also da kam ja dann Tramse München und am selben Tag auch eben hier nochmal hier dieser DLC für Omsi noch am selben Tag nachgeschoben. Da haben wir einiges los, vor allem auch, weil beides, ich sag mal so, auf meinen Kanal passt inhaltlich. Ich kann euch mal ein bisschen... bisschen zuer machen hier, damit das nicht ganz... Oh, Haltestelle. Danke Omsi fürs Nachladen. So. Bist du? Da ist gar keiner. Gut. Die steht auch noch da rum. Ich hoffe aber, wir fahren auch noch richtig, ne? Das ist... Ja. Hier auch noch unser gekehrt. So, 30. So, das haben wir, glaube ich. Das ist das Schild, da müsste ich, glaube ich, im Doppeldeckerbus jetzt noch ein bisschen eher aufpassen. Oh, ne, treffen wir auf andere Linien, nachdem wir jetzt da so ein bisschen eher alleine gefahren sind. Was? End of Bus Lane, ja. Also in Deutschland hätte hier jetzt der Bus Vorfahrt, wie ich ja nur mal angemerkt habe. Ich blicke mal rechts, vielleicht bringt das denen was. Ihr seid ja mal richtig asoziale. Warnblinker reinmachen. Okay, der hat die geschoben vermutlich. Ja, gut. Ist immer, wenn da ein Einsatzfahrzeug ist, der schiebt der tatsächlich immer KI über die Straße. Das heißt, da kann das schon sein, dass wir da wenig Beachtung finden. Ja, es ist gerade rot geworden. Willst aber nicht abbiegen, ne? Nee, gut. Ist jetzt geradeaus grün und links nicht. Ja, gut. Ich würde dies nicht hinterfragen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Readme recht knapp gehalten wurde. Wurden meiner Meinung nach halt nur, ich sag mal, relativ useless Sachen erklärt und ich habe jetzt nicht sowas gefunden wie Liniennetzplan oder sowas, was ich sag mal, jetzt für Let's Play-Gründe immer insofern gut finde, dass man halt ein bisschen sieht, jetzt angefangen von der zweiten Folge, dass man sich jetzt eine Linie raussucht, die jetzt nicht einen sonderlich großen Schnitt hat. Mit der Linie, die man schon gefahren ist. Also, dass man so ein bisschen neue Bereiche zeigt. Vielleicht sieht man da auch Bereiche, wo man denkt, okay, das könnte jetzt irgendwas sein, weil da keine Ahnung, ein See in der Nähe ist. Oder, na, auf jeden Fall irgendwelche interessanten Angelegenheiten. Deswegen empfinde ich einen Liniennetzplan immer als eine große Hilfe, weil es hier irgendwie
scheinbar nicht dabei, aber gut. Wird ja dann auch manchmal, ich sag mal, aus der Community irgendwie nachgeliefert. Und was es auch gibt, was ich gelesen habe, ist ein, ich sag mal, Markenpatch, weil das hier natürlich wieder ein Payware-Produkt ist. Und dann entsprechend die Lizenzen für die Busse eben nicht vorliegen. Und das Ganze kann dann eben, ich sag mal, kostenlos nachgerüstet werden. Da gibt es dann so einen Download, womit man dann die Originalmarken, wie hier dann eben beispielsweise Volvo, hat. Ja, wir sind wieder da rechts. Wir sind ja mal der mit dem etwas gelblicherem Pfeil. Ich weiß auch nicht genau warum, aber oh, Low Bridge. Ah, ist das der, da soll ich jetzt... Ja, gut, da ist jetzt ein Auto, ne? Und ich kann nicht so gut fahren. Ich probiere das einfach mal, ne? Wenn es schief geht, geht's schief. Ah, da links können wir gut drüber. Ja, Low Bridge ahead. Gut. Ergo positiv, dass wir kein Doppeldeckerbus gefahren sind. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch intuitiv nicht gewusst, was wir da fahren sollen. Ich fahre mal so ein bisschen in der Mitte. Ja, sollte passen, ne? Ja, locker. Okay. Sowas wäre zum Beispiel sinnvoll, so eine kleine Linienbeschreibung oder sowas. Also Readme hat zum Beispiel jetzt ausschließlich, ja, wenn beim Bus das Lämpchen leuchtet, bedeutet das das. Das im Bus ist das, aber ich finde immer so Linienbeschreibungen auch irgendwie sinnvoll tatsächlich. Dass man so ein bisschen versucht zu erklären, wie jetzt da so eine Linie irgendwie zustande kommt, was auch immer, was man sich da drunter vorstellt, wo die hinfährt, welche Charakteristik die hat, ob das Solo- oder Gelenkbuslinie, ja gut, oder halt in Großbritannien Solo- oder Doppeldeckerbuslinie ist. Sowas finde ich halt einfach interessant. Keep clear. Ach, wegen der ausparkenden Autos. Okay. Hui. Hätte man sowas zum Beispiel auch einfach im Vorhinein gewusst, wäre ich jetzt da, hab mir echt überlegt, jetzt habe ich halt eine Linie, wo ich nicht diese coolen linientypischen Farben im Repaint habe. Sonst dann heute bei den Doppeldecker fahren und morgen meine Linie, wo der Solobus einfach auch passt von der Linie her, und das hätte ich halt tatsächlich fast gemacht, wenn ich nicht Bock auf den Volvo gehabt hätte. Das hört sich nach Tinder an. Okay, guter Witz. Sehr schön. Und Abfahrt. Oh. Wo kommen die denn her? Waren die gerade auch schon da? Ja. Verspätung. Er wird immer mehr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sonderlich stark trottel. Also klar, ich fahre jetzt auch nicht den heißesten Reifen, aber... Ach, das ist eine Ampel, gut. Verstellbremse rein. Ich habe immer das Gefühl, dass so Haltestellenbremse oder sowas, das ein Konzept ist, was in den Bussen, die jetzt in Großbritannien fahren, irgendwie auch nicht wirklich so ein großes Thema ist, interessanterweise. Also, ich kenne ja hier relativ viel, dass man halt immer die Feststellbremse ziehen muss, also die Parkbremse eben. Klar, damit man nicht wegrollt, ist halt nachvollziehbar, aber... Ich sag mal, den gleichen Zweck erfüllt ja auch eine Haltestellenbremse halt mit ein bisschen weniger Bremsdruck. Ja, aber gut. Dann wird zumindest die Feststellbremse ordentlich genutzt hier. So. Da will doch jemand mit. Ich finde, das ist auch so vom Workflow her so ein bisschen... Ja. Gut, ich sag mal, wenn man sich jetzt die... Give me a die rider, mate. Ein Dayrider. So, du bist mein Dayrider. Wo bist du? Da. Lovely. Cheers. Lieblicher Käse. Was? Ja, ich weiß schon, dass das nicht Cheese war. Ich bin jetzt auch nicht komplett... Also, ja. Gut. Ich... Boah, wie lang... Wären wir theoretisch ungefähr durch mit halt meiner Einleitung und so 17 geradeaus. Ne, ich fahre da mal drüber, ne? Passt schon, ne? Bin Busfahrer, ich darf das. Oh, hier ist Wasser. Finde ich fantastisch. So, sie wollen mit, die Dame. So, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, einmal rein.
Guck mal, ich bin Manni. Gut. Das haben wir auch mal gesehen. So fühlt sich also quasi ein Tag im Leben eines Mannis an. Ja, slow, das ist schön. Und dass jetzt überall slow dann immer steht. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Ja, langsam fahren ist sinnvoll. Allerdings hätte ich dann bitte gerne eine konkrete Zahl. Gut, ich glaube, dann in Deutschland ist dann das Äquivalent dazu dieses Achtung Verkehrszeichen. Ja, was halt einfach nur darauf hinweist, so mit ein bisschen Vorsicht da ranfahren. Ich mag tatsächlich die Vegetation. Die ich gerade mal angemerkt habe. So. So. Und im Vergleich zu London, um jetzt mal zum Beispiel den Vergleich zu ziehen, ist das, finde ich, ja performance-technisch echt fantastisch. Also, ne, ist natürlich auch eine komplett andere Topologie. Ist auch von der Map-Komplexität her natürlich wenig vergleichbar, aber kann man auch mal positiv anmerken, wenn es mir positiv auffällt. Also, wenn das bei irgendwas nicht ganz so gut ist, dann liegt das halt vielleicht auch im Video, wobei das euch auch heute ganz ordentlich aussieht. Ich kann das auch mal ganz kurz checken, ob da irgendwelche Problemchen waren. So. Aber das ist ja schon unser Endkaff, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, da aus der etwas akustisch nicht ganz so laut. Oh, Riverside. Das ist ja, ja Ashbury. Okay. Das ist ja wirklich schnieke hier. Da kann man doch mal wohnen hier. So, nochmal ein paar Leute mit, die das hier als Stadtbus benutzen. So, steigt ihr schon geordnet ein und aus? Ja, einigermaßen, ne? Ja, schönen guten Tag. Wir hätten einen Fahrschein vielleicht. Oh, hello. Hello, driver. Can I have a single, please? Jo, sure. Bitteschön. Und Abfahrt. Ja, der Workflow mit der Feststellbremse auf Punkt hinterm Lenkrad ist doch so ein bisschen, ja, so optimal. Ja, noch slower, dann bleibe ich stehen, Kollege. Ein bisschen beschleunigen muss ich dann schon. Hier waren ja 20, ne, das wäre dann so als Äquivalent wahrscheinlich eher so 30 km/h. Sorry. Wo müssen wir denn dann mal? Geh dort aus. Oh, das ist rot. Deswegen war ich slow, ne? Ja, ungefähr 30 km/h. Bin ich ungefähr gefahren, so, da sehe ich gar kein Problem. Haben wir noch km/h auf dem? Ja, Tatsache. Mal erinnern wir sogar die km/h auf dem Dash Speed Limiter auf 80. Ja, gut. Jetzt können wir nochmal schauen. Jetzt sind wir Accommodation. Was war das echt so lange rot? Ich verstehe es nicht. Da ist aber trotzdem noch 10 Minuten. Oh je. Fahren wir ein bisschen als Stadtbus. Was ist denn das hier? Kann ich das rausholen? Nee, kann ich nicht. Duty Lock Card. Ist das hier? Ist immer noch rot. Thank you for buying Yorkshire Countries V3. Genau, Yorkshire V2. Also, ne, die Diskussion wird natürlich auch wieder aufkommen. Ja, was für Freeware war. Ja, dann holt euch halt einfach Yorkshire Countries V2. Kostenlos. So. Ist halt so. Hier wird jetzt neuer Content dran gebaut. Es wurden Busse mitgeliefert, neue Linien, bestehende Linien überarbeitet. Und wem das wert ist, der holt sich das halt einfach. Und wem es das halt nicht wert ist, der holt sich es halt einfach nicht. So, das ist jetzt da irgendwie so komplett meine Meinung. Wenn einem die Überarbeitung das halt irgendwie wert ist, dass man sagt, okay, dafür gebe ich jetzt Geld aus, oder man, meinetwegen ist das früher extrem gerne gefahren, die Freeware-Version, und möchte jetzt einfach dem Ersteller damit ein bisschen was zurückgeben oder sowas, also ist das ja vollkommen in Ordnung. So. Also ich finde, nur weil etwas einmal in einer abgespeckteren Version kostenlos war, verliert das, also das ist, finde ich, erstmal kein Argument gegen ein Add-on. Also ich will jetzt nicht pauschal alles, ich sag mal, verteidigen und alles für eine gute Idee halten, alles zu verkaufen oder so eine Geschichten. Aber der Grund, nur weil man etwas, ich sag mal kostenlos angefangen hat und sich jetzt halt mal Mühe reingesteckt hat und das dann irgendwann mal verkauft, das ist, finde ich, ja kein Gegenargument. Was Gegenargument ist, ist schlechte Qualität, Bugs, wenig Liebe zum Detail, schlecht laufende Performance, keine Optimierung, kein Spielspaß. Also so eine Geschichten halt. Das, finde ich, ist ein, oder zu wenig Content natürlich auch im Allgemeinen. Wenn das einfach zu wenig bietet,
Das ist, finde ich, natürlich ein legitimer Grund dagegen. Aber nur weil ich das schon wieder, ich sag mal, im Keim höre, weil das, finde ich, bei so vielen Sachen immer auftritt. Nur weil es was in abgewandelten Formen schon mal irgendwo gibt oder gab, das finde ich berechtigt noch nicht dazu zu sagen, ja, was soll der Scheiß, weg damit. So. Das ist jetzt meine Meinung persönlich. Und du erreichst natürlich auch eine andere Art von Zielgruppe natürlich. Und zwar halt die, die Omsi nicht so intensiv betreiben, wie ihr es vielleicht tut. Und komplett drin sind in dem Thema Maps installieren, Fahrzeuge installieren und die ganzen Geschichten. Manche Leute, die halten sich ja bewusst auch ihre Omsi-Installation mehr oder weniger clean. Das eben halt dann mit offiziellen DLCs oder sowas. Also gibt ja viele Gründe. Und ich denke mir halt immer, wenn das der Markt nicht hergeben würde, also wenn es dafür halt keinen Grund gibt, das anzubieten, dass es dafür keine Käufer gibt, wird es sowas auch nicht geben. So. Also es ist immer ein Angebot-Nachfrage-Ding. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das heißt aber unter gar keinen Umständen, dass ich jetzt alles befürworte, was in irgendeiner Form Geld kostet oder sowas. Das soll das gar nicht heißen. Ich finde nur dieses eine Argument, was einfach jedes Mal ohne nur ganz kurz nur über irgendwie Inhalte nachzudenken, wird es einfach pauschal als Totschlagargument für alles benutzen. Das finde ich halt einfach schade und dem wollte ich jetzt einfach mal irgendwie so ein bisschen versuchen. Gut entgegenwirken kannst du eh nicht. Leute, die so argumentieren, die kriegst du auch nicht aus ihrer Argumentationsbubble raus. Sind dann wahrscheinlich A, überhaupt die Map davor so überhaupt noch gar nie gefahren wären, die weder die Freeware noch die Pay-Version besitzen werden. Was natürlich auch trotzdem nicht heißt, dass man das nicht kritisieren darf. So, also, das ist auch was, was ich immer ganz gerne sage. Du musst nicht etwas besser können, nur um was zu kritisieren. Weil oft auch als, ich sag mal, dann Gegenargument benutzt wird, ja, vielleicht ist es nicht ganz optimal, nicht ganz cool gelöst, aber ja, mach's doch halt mal besser. Nur weil, wenn du es nicht besser hinkriegst, brauchst du mir jetzt auch nicht sagen, wie es besser funktioniert. Das ist nicht so, wie es läuft. Tester im Allgemeinen sind Leute teilweise fachspezifisch, die dann auch gleich fachspezifisch Hinweise geben können, aber ein gutes Tester-Team. In das gehören auch Leute, die, ich sag mal, man nennt das dann gerne den dümmst anzunehmenden User. Ja, ich will mir das jetzt gar nicht an, ich will kaputt erzählen, danke. Nennt man halt diese dümmst anzunehmenden User, klingt halt immer ein bisschen dämlich, aber es ist eigentlich genau das, was es halt aussagt. Du nimmst halt Leute, die bisher noch gar nicht mit dem Kontext des Spiels vertraut sind und lässt sie halt drauf los. Sei das jetzt ein Spiel, sei das jetzt eine Software im Allgemeinen. Ja, wird aber eng. Das passt aber auch, ja. Und dadurch findest du ganz andere Fehler. Dadurch findest du ganz andere Sachen, die jetzt einer, der ganz klassische Tunnelblick, da geht der Blick aufs Ganze verloren und den haben dann halt vielleicht tatsächlich noch diese Leute, die sich nicht ganz gut damit auskennen. Deswegen ist auch Feedback von Leuten, die es eben nicht besser können, tatsächlich auch extrem wertvoll. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, für beide Seiten mal so ein bisschen Herz gezeigt, aber ich habe so das Gefühl, Leute denken auch nicht mehr wirklich nach, bevor sie irgendwas von sich geben. Nur weil sie das schon mal irgendwo aufgeschnappt haben, wird das einfach das 100. Mal wiedergekäut und auf jedes andere beliebige Produkt einfach umgemünzt, nur weil mal irgendjemand, irgendein komischer Onkel aus dem Internet mal gemeint hat, ja, voller Scheiß, weil das gibt doch schon mal als Freeware, wird das dann einfach jedes Mal unreflektiert auf irgendwas anderes übertragen. Und das finde ich halt einfach absolut scheiße. Das ist, sorry, das ist einfach dämlich. Und zeugt nicht wirklich von eigenem Reflexionsvermögen, sondern einfach nur, boah, ich kann Sätze Copy-Paste wiederholen. Wow, ich bin ein richtig schlauer Mensch. Aber boah, den habe ich jetzt richtig gegeben. So richtig krass. Boah, guck mal, die, nee, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Ja. Aber ganz abschließend gibt es natürlich immer noch den Punkt, mir gefällt das Gesamtpaket nicht und das ist, finde ich, immer eine gute Sache nicht zu kaufen, meinetwegen. Also wenn man es einfach unrund findet, was man davor findet, und das ist immer was Subjektives, also man kann ganz viele Sachen objektiv kritisieren und du kannst auch viele Sachen natürlich objektiv begründen und natürlich auch objektiv beheben, die halt dazu beitragen, dass der Spielspaß gemindert wird. Aber wenn einem subjektiv das Gesamtbild in seiner Form einfach nicht stimmig erscheint, und das kann man auch teilweise gar nicht objektiv begründen,
Da kann man trotzdem für sich sagen, yo, das ist für mich nix, weil ich habe deinen Spielspaß noch nicht drin gefunden. Und das würde ich immer, aber halt auch exakt nur für genau die Person ein Gegenargument. So, das ist immer ein Argument zu sagen, yo, ist halt auch einfach gar nichts für mich. Oder ich habe, keine Ahnung, in den letzten 3 Monaten schon genug Geld für DLCs ausgegeben. So, ist ja vollkommen legitim. Und auch finde ich vollkommen in Ordnung. So, nur das ist auch wieder ein Argument, das sollte nicht copy-pasted werden von anderen Menschen. Das sollte schon jeder für sich selber so irgendwie erfahren. Keine Ahnung. Das hat, finde ich, sowieso so mit sozialen Medien und allem so unfassbar abgenommen. Mal irgendwie, weiß ich nicht, sich ja zu unterscheiden, ob jetzt jemand da in irgendeiner Form Meinungsblogging betreibt oder ob da jemand wirklich versucht, das irgendwie akkurat und University, okay. Ob er jetzt versucht, das wirklich irgendwie so von verschiedenen Seiten zu beleuchten oder es vielleicht auch nur so darstellen will. Das ist, glaube ich, unfassbar schwierig geworden. Ich finde, da fehlt es vielen Leuten so ein bisschen an Medienkompetenz im Bewerten oder überhaupt, ja, generell, wie gehe ich jetzt mit was um, wenn ich irgendwo was lese? So, in welchem Kontext ist das entstanden? Woher kommt jetzt dieses Tatütata? Es ist hinter mir, ja, GZ. Kann ich hier so viel machen, außer da einfach mal rüberfahren, ne? Dankeschön. Ja. Also, ja, dieses mal so ein bisschen zu überlegen, in welchem Kontext entstehen vielleicht verschiedene Aussagen, verschiedene Sachen und ich weiß nicht, das ist einfach überall so ein bisschen komplett lost gegangen, finde ich schwierig. Kann jetzt jeder für sich nutzen, wie er will. Die Aussage, weiß ich nicht, schwierige Sache auf jeden Fall. Guten Tag. Hallo. So, 1450. Ich habe aber das Gefühl, dass das, wenn ich jetzt mal genauer drüber nachdenke, dass das gar keine neue Erscheinung ist. Wenn du mal, keine Ahnung, früher überlegst, war das halt bestimmt auch nicht anders, wenn du mal irgendwas, weiß ich nicht, in der Kolumne gehört hast oder, keine Ahnung, Oma Erna vertraut seit Jahrzehnten, keine Ahnung, irgendeinem, einer, der irgendwie, keine Ahnung, über den Kommentar in, keine Ahnung, hier, wie heißt dieser komische Kolumnist in der Bild? Der mit diesen komischen, langen, kann mir nicht aussehenden Haaren. Wie heißt der denn? Franz von Wagner oder sowas, keine Ahnung. Also davon lassen sich Leute ja auch beeinflussen. Das ist ja ganz klar, ich sag mal, ein Kommentar, der Meinung enthält. So, ist ja auch so gekennzeichnet, aber ich glaube, Leute lassen sich auch schon seit Jahrzehnten von sowas in irgendeiner Form beeinflussen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie neu aufgekommen ist. Nur halt, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise. Damals war das dann halt, waren das dann halt solche Menschen. Heutzutage kann das auch eben halt, keine Ahnung, Hans-Peter sein, der irgendeinen Blog über irgendwas schreibt oder Blogs sind aber auch schon wieder out, ne? Das macht auch schon keiner mehr. Nee. Aber ich glaube, das war auch schon immer so. Das ist auch, glaube ich, jetzt gar nicht so krass so ein Generationending, dass man sagt, ja, die jungen Leute, die sind ja da gar nicht mehr reflektiert und wie gesagt, auf einer anderen Ebene war das, glaube ich, auch schon die ganzen letzten Jahrzehnte nicht wirklich anders. Wenn du irgendjemanden sympathisch findest, dann weiß ich nicht, nimmst du das nochmal viel eher hin, was derjenige sagt und packst es dann auch in deine eigene Meinung. Auch hier ist jetzt so ein, okay. Ja, ach keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht mehr so ein großes Fass aufmachen. Wie bin ich darauf gekommen jetzt gerade? Ach so, wegen, okay. Ja, kann sein, es war voll so salty, schwerwiegende Themen haben. Ich glaube, ich muss echt mal fertig. Ich mache mal meinen Tee und lecker einen Kaffee dazu und dann ist dann mal gut. Also meine Stimme macht auch langsam, merkt man, glaube ich. Oh, ich muss einfach ein billigeres Mikro nehmen. Dann würde man das gar nicht merken mit so einem ganz normalen Billo-Headset-Mikro. Das wäre doch fantastisch. Ja, ich fahre gleich weg. Wird man das gar nicht mitbekommen, aber immer diese YouTubers mit ihren Kondensatormikrofonen, das ist ja ekelhaft. Dass man die auch noch wirklich danach akustisch verstehen muss, wenn man die schon semantisch nicht versteht. Ja gut, blinken ist, ich weiß. Man blinkt nicht im Kreisverkehr. Aber das sieht immer wie so eine Kreuzung aus, wo man einfach so ein Stück
einfach so ein Stück irgendwas in die Mitte packt. Das sieht aber gut aus. So, wann bin ich jetzt endlich mal von dem... Ah, okay, da bin ich jetzt... Ja, da bin ich jetzt gegengefahren. Ah, Terminus. Sind wir da? Wir sind da, glaube ich, ne? Ist das hier? Ah, Tatsache. Oh, Verspätung ist am Start auf jeden Fall. Das ist dann interessant angelegt hier. Okay, es gibt auch Park-and-Ride-Linien und so eine Geschichten. Werden wir, glaube ich, dann im Laufe der Zeit es mal anschauen. Ich sage auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Auch wenn es heute so ein bisschen, weiß ich nicht, schwieriger war. Nicht ganz so good life feeling wie sonst immer. Macht es immer gut fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch neue Kanalmitglieder, ne? Tschüss!